Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissen to go. Für alle Zuschauer, die neu auf diesem Kanal sind und sich fragen, was es mit diesen Videos überhaupt auf sich hat. Wir, Studenten der Hochschule Makromedia in Köln, möchten euch kurz und kompakt Dinge erklären, die ihr euch schon immer einmal gefragt habt. Heute möchten wir mit euch über die Zukunft nach der Schule reden. Welche Möglichkeiten hat man? Welche Chancen, aber auch Probleme könnten einen erwarten? Das waren zwei von vielen Fragen, die wir euch in den nächsten Minuten gerne beantworten möchten. Den Anfang machen Selina und Viktoria, die für euch die Vocatium in München-Gladbach besucht haben. Wir befinden uns gerade vor dem Messegelände in München-Gladbach. Heute ist der zweite Tag der Berufsmesse Vocatium. Die Vocatium bietet Schülern die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Ausstellern über ihre berufliche Zukunft zu unterhalten. Wir sind heute hier, um herauszufinden, was die Vocatium für Schüler so bieten kann. Dann lasst uns mal reingehen. Wir befinden uns jetzt im Hugo Junkers Hangar. Und wie man hinter mir unschwer erkennen kann, sind hier ganz viele verschiedene Aussteller, wie zum Beispiel Aldi, DM und die Bundeswehr. Und mit einem Aussteller werden wir uns jetzt gleich unterhalten. Herr Tannig, wie ist das Angebot für Schüler, die bei Ihnen eine Ausbildung machen wollen? Wir haben ca. 40 Auszubildenden in der Firma Trütschler und das Angebot ist sehr vielfältig. Wir haben verschiedene Ausbildungsberufe und sind in verschiedenen Jahrgängen unterwegs. Und wie lange geht bei Ihnen so eine Ausbildung? Eine Ausbildung ist abhängig vom Ausbildungsberuf. 2 Jahre bis hin zu 3,5 Jahren, je nachdem, welchen Ausbildungsberuf man erlernen möchte. Ist das jetzt Ihr erstes Mal auf der Vocatium? Nein, wir sind das zweite Mal da, weil uns das erste Mal so gut gefallen hat und deswegen sind wir jetzt heute nochmal hier. Und haben Sie derzeit einen Schüler in der Ausbildung, den Sie hier auf der Vocatium kennengelernt haben? Ja, wir haben letztes Jahr 2 Leute eingestellt, die sich aufgrund der Vocatium bei uns beworben haben. So, jetzt haben wir mit einem Aussteller gesprochen und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie die Schüler es denn fanden. Und die wollen wir jetzt gleich mal fragen. Ich fand es eigentlich schon sehr hilfreich. Da sind sehr viele Stände, ich glaube 40 Stück insgesamt, und man wurde gut beraten, wenn man Fragen hatte. Man konnte sich sehr gut informieren. Und die Leute sind auch wirklich auf die Fragen eingegangen. Und was würde für dich jetzt in Frage kommen hier? Ja, für mich kommt wahrscheinlich ein Bundeswehrstudium, wie man hier auch sieht, in Frage. Genau. Das ist sowas wie ein duales Studium. Das heißt, ich würde tatsächlich gerne Psychologie studieren. Das ist dann Psychologie und eben auch so eine Offizierausbildung zusätzlich. Ich finde diese Perspektive super, weil man eben einfach mehreres macht. Man ist schon berufserfahren, bekommt schon Geld. Das ist einfach für mich eine sehr gute Perspektive. Und ich finde, man ist dann auch einfach mehr erwachsener. Du bist ein bisschen mehr einfach aufgeteilt und ich finde es super. Ein duales Studium hört sich schon mal gut an, um in der Berufswelt durchzustarten. Doch in welchem Bereich möchtest du dich weiterbilden? In einem, der sichere Aussichten verspricht? Oder doch lieber ein Feld, in dem du aufblühst und Spaß hast? Oder geht sogar beides? Die Suche nach dem richtigen Studiengang schwebt wie ein Damoklesschwert über manchen Abiturienten. Der Druck durch Verwandte oder Freunde steigt, und man selber bekommt heutzutage das Gefühl, eine derart gravierende Entscheidung viel zu schnell fällen zu müssen. Eher kontraproduktiv wirken dann Schlagzeilen über nie dagewesene Zahlen von Studienabbrechern. In der Grafik siehst du das Hochschulranking von Times Higher Education, das jährlich alle europäischen Hochschulen nach verschiedenen Kriterien beurteilt. Die deutschen Hochschulen haben wir in Orange markiert. Und wie du siehst, belegen sie zumeist die hinteren Plätze. Erhebungen über die Beweggründe von Studienabbrechern, also Studenten, die ihrem Studiengang nach den ersten Semestern den Rücken kehren, haben allerdings genau das Gegenteil bewiesen. Die deutschen Studenten sind sehr zufrieden. In einer Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung wurden Studienabbrechern nach Gründen für ihre Entscheidung gefragt. Anschließend sollten sie angeben, welcher der Gründe ausschlaggebend für ihre Exmatrikulation war. Wie man sieht, bildet die Motivgruppe Studienbedingungen lediglich einen sehr geringen Anteil dieser ausschlaggebenden Gründe. Verglichen mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2008 scheint sich die generelle Lage an deutschen Hochschulen zu verbessern. Daher kannst du die Wahl der Hochschule vorerst außer Acht lassen und dich der wirklich wichtigen Frage widmen, nämlich der Frage nach dem richtigen Studiengang. Ein vielbeachtetes Modell, das Studienfächer bestimmten Interessengruppen zuordnet, ist das hexagonale Interessensmodell von John Lewis Orland.
Laut Hollande gibt es in der Gesellschaft 6 grundlegende Persönlichkeitsorientierungen. Im Normalfall sind wir keine Vertreter einer Orientierung, sondern zeigen Merkmale mehrerer Typen. Hoffentlich hast du jetzt schon eine bessere Vorstellung, wohin deine Reise gehen soll. Denn das Studienangebot ist derzeit so vielfältig wie noch nie. Unser Kollege Yannick Seber hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen mit Herrn Albers, Psychologe und Berufsfindungscoach, auf den Grund zu gehen. Der 50-Jährige hat sich extra Zeit genommen, um die offenen Fragen zu beantworten. Zuerst haben wir Herrn Albers gefragt, was er von der aufgeführten These hält. Ist das Studien- und Berufsangebot wirklich so vielfältig wie noch nie zuvor? Das ist so. Wir sprechen über eine Bildungsexpansion über die letzten Jahrzehnte. Das hat dazu geführt, dass wir über 10.000 Studiengänge zurzeit haben, allein im grundständigen Bereich, das heißt Ausbildung, Bachelor oder erstes Staatsexamen. Viele träumen später einmal davon, sich mit ihrem Beruf ein luxuriöses und schönes Leben leisten zu können. Und am besten soll der Traumberuf dabei noch Spaß machen. Aber gibt es das überhaupt? Oder ist dieses Idealbild etwa nur eine Illusion? Das gibt es in der Tat. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist. Ob jeder das sich erträumt. Wir sprechen hier von einem Zielkonflikt. Also wenn wir jemanden nehmen, der möglichst viel Geld verdienen will, ja, ein hohes Einkommen erzielen will, das geht ja, ja, am Arbeitsmarkt ist machbar. Die meisten Menschen wünschen sich auch einen Job, der ihnen Spaß macht. Ja? Ich nenne es mal sinnvolles Tun. Ja? Diese beiden Seiten kriegen wir sicherlich sehr gut zusammen. Dann ist die Frage, sehe ich denn die Sonne noch? Ja? Wenn ich ein Einstiegsgehalt von 120.000 Euro habe, als Elite-Jurist als Beispiel, ja, dann werde ich sicherlich sehr, sehr viel arbeiten müssen für das Geld und werde möglicherweise dann wenig Freizeit haben. Zuletzt erzählen wir Herrn Albers, dass viele Jugendliche sich mehr Unterstützung bei der Studium- und Berufsfindung wünschen. Wir wollen von ihm wissen, ob es Anlaufstellen oder Kampagnen für offene Fragen zu dem Thema gibt. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal haben wir die öffentliche Hand, die Beratung bereitstellt, insbesondere die Agentur für Arbeit. Auch die Städte, großen Kommunen, bieten regelmäßig Beratung an IHK, Handwerkskammern. Und wer sagt, das reicht mir vielleicht nicht, vielleicht will ich auch tiefergehend beraten werden, mir mehr Zeit dafür nehmen, kann natürlich auch sich an eine private Beratung wenden. Mit den gesammelten neuen Infos und einer ausführlichen Stellungnahme zu den Thesen der Schüler bedanken wir uns bei Josef Albers und verabschieden uns von dem Diplompsychologen. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr über Kernfindung erfahren wollt, dann haben wir euch die Homepage in der Beschreibung verlinkt. Jetzt sind wir aber auch schon am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir alle eure Fragen beantworten konnten. Falls ihr dennoch Fragen haben solltet, scheut euch nicht, diese in die Kommentare zu schreiben. Wir freuen uns. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.